Ja, hallo und willkommen bei meinem nächsten Video. Du willst sicherlich wissen, wie man Früchte einweckt mit ganz einfachen Mitteln. Es geht schnell und man kann davon massenweise herstellen. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Und was brauchen wir alles, damit wir Früchte einwecken? Natürlich unsere Früchte. Ich habe jetzt Kirschen von meiner eigenen Streuobstwiese. Das sind keine dunklen Kirschen, nicht dass ihr euch wundert, hey, die sind ja doch unreif. Nein, die Sorte ist so. Was das für eine Sorte ist, blende ich euch mal unten ein. Aber die sind wunderbar herrlich, sind wunderbar süß und schmecken einwandfrei. Die möchte ich jetzt einwecken im eigenen Saft. Wie ich das mache? Ganz einfach. Ich habe hier erstmal Zucker. Dann habe ich hier meine Kirschen und einen Topf. So, wie funktioniert das jetzt? Als erstes waschen wir mal unsere Kirschen. So, wie funktioniert das jetzt? Ganz einfach, es ist jetzt Samstagabend um 19 Uhr. Ich nehme jetzt meine Kirschen und schichte das immer. Also eine Schicht Kirschen, eine Schicht Zucker. Eine Schicht Kirschen, eine Schicht Zucker. Das mache ich jetzt, bis der Topf voll ist. Und am nächsten Tag entzieht der Zucker den Kirschen das Wasser. Und das nehmen wir dann einfach, füllen das in Gläsern ab und wecken das ein. Habe ich das jetzt geschichtet, eine Schicht Kirschen, eine Schicht Zucker, das lasse ich jetzt über Nacht so stehen. Wie gesagt, der Zucker entzieht den Kirschen den Eigensaft und dadurch entwickelt der sozusagen einen Saft und dieses füllen wir dann in Gläser nächsten Tag ein und tun das einwecken. So, es ist der nächste Tag, wir schauen mal rein und wie man schon hier vorne sieht und auch hier hat der Zucker ein bisschen den Fruchtsaft von den Kirschen rausgezogen und natürlich ist das nicht alles der Fruchtsaft von den Kirschen. Ich habe in meinem Video, wo ich die Gummibärchen herstelle, da habe ich ein bisschen Saft über gehabt. Den habe ich jetzt hier einfach nur mit reingegeben. Also ich habe kein Wasser genommen, sondern wirklich nur reiner Kirschensaft. Das fülle ich jetzt in den Gläsern ab, mache die zu und dann stellen wir die hier in unseren Einkochautomat. Nur drei Viertel voll machen, weil das Glas kocht ja und es braucht ein bisschen Platz, damit das kochen kann. Deswegen maximal so bis zu dieser Wölbung, wo es dann enger wird zum Deckel zu, ungefähr drei Viertel voll, das reicht völlig aus. Ich habe jetzt nun die Kirschen abgefüllt, den Deckel zugemacht, den stelle ich jetzt nur hier rein. In diesem Einkochautomat befindet sich hier unten auf dem Boden ein Gitter, damit die Gläser nicht direkt auf die Hitze stehen und anfangen zu platzen. Jetzt staple ich einfach nur die Gläser hier rein und dann füllen wir das Ding voll mit Wasser, schalten es an, bis es kocht. Und wenn es kocht, lasse ich es ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, das schätze ich immer so ab. Aber ich lasse es mindestens eine halbe Stunde kochen. Die Gläser sind jetzt nur drinne. Jetzt mache ich hier Wasser rein, stecke das Ding ein, Deckel drauf und dann lasse ich es ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde kochen. Ich schätze es immer ab, wenn die Gläser richtig durch sind, wenn ich sehe, dass die Kirschen richtig gekocht haben, dann sind sie sterilisiert und dann kann nichts mehr passieren. Es ist der nächste Tag. Ich habe nun die Gläser kochen lassen. Ganz einfach. Ich habe die in den Einkochautomat reingestellt, habe anderthalb Stunden die bei 80 Grad kochen lassen. Damit sind die eingeweckt. Es ist haltbar. Die kann man so ohne Probleme ein Jahr lagern, weil sie luftdicht verschlossen sind und eingekocht sind. Die Kirschen werde ich dann nehmen für Torte, Eis, Kompott. Alles, was man so braucht für einen Haushalt. Das war so ein kleines Video, wie ich Obst einwecke, wie hier mit den Kirschen nochmal schnell erklärt.
Ich habe die Kirschen im Zucker eingelegt, über Nacht drin liegen lassen. Dann hat der Zucker das Saft rausgezogen, habe 1 Liter Kirschsaft noch dazugegeben aus den Kirschen. Dann habe ich die abgefüllt in Gläsern, die Gläser in den Einkochautomat 1,5 Stunden bei 80 Grad kochen lassen. Dann habe ich sie rausgenommen, hingestellt, abkühlen lassen und jetzt stehen wir hier. Das war so eine kleine Einführung, wie ich meine Gläser einkoche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nie getan habt. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sagt euer Selfmaker. Tschüss!